Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder F1 2016 und sind heute in Monaco, unsere Lieblingsstrecke, zusammen mit Dosenbierdose und Onkel Poppy. Hallo. Hallo! Wir fahren jetzt einfach mal direkt raus. Ja, ja, ja. Also meine Ingame-Voice geht jetzt definitiv. Das Problem ist, dass oben rechts immer Fresh Voice YouTube redet gerade steht. Das ist cool. Oh, das ist ja nervig. Aber jetzt sind direkt zwei vor mir. Auch schön, dass du angezeigt bekommst, dass du selber redest, als wüsstest du das ja, nicht. Ja, genau. Ja, ist schwer mitzubekommen. Achso, so, ich versuch's jetzt auch mal auf dem Wege und fahr mal mit raus und hab die Hoffnung, dass ich einigermaßen gut durchkomme. Das erste Mal bei mir, dass ich den Boxenstopp-Assistenten oder die Hilfe eben ausgeschalten habe. Ich hoffe, das funktioniert. Mal in sehen. In Monaco hast du damit eh keine Probleme, weil du langsam genug durch die Kurve fährst. Du kannst nicht richtig Boxengasse fahren. Das war der Plan, dass ich mich hier erstmal dran gewöhne. Weil nach dem Desaster, was ich in Spanien hatte, brauche ich das jetzt nicht noch einmal. Ach, mit dem Rausfahren, ne? Mit dem Rausfahren, genau. Mit der 5-Plätze-Strafe, die da ist. Die Folge hieß bei mir, glaube ich, auch einfach Strafe oder so. Was macht Alonso hier? Ich fahre mit Vollgas in die Hafenschikane. Alonso steht da einfach quasi. Nein! Hast du schon Auto kaputt gefahren? Ja, nee, beende die Session will ich nicht. Verdammt! Andere Möglichkeiten hast du nicht mehr. Falsche Knöpfe hier, lol. Die Knöpfe sind verstellt. Ich kann nicht meine Knöpfe spielen. Nee. Deine Knöpfe sind verstellt? Ja. Wie ist denn das denn bekommen? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich, als ich den Speedlimiter gesucht habe. So, fahren wir erstmal eine schneller, ne? Und gucken nochmal, was ihr so sagt. So, wollen wir mal schauen, was wir hier so rauskitzeln können aus dem angeschlagenen Auto jetzt. Hui. Aber es sieht gut aus. Vor mir scheint keiner zu sein. Ja, vor mir ist auch erstmal... Ah, ich fahre jetzt auf die schnelle Runde. Vor mir ist keiner. Ich habe Angst, dass der Box dann rauskommt gerade. Ja, doch, da vorne ist irgendwer. Hoffentlich fährt er in der Hafenschikane schnell. Oder ist dementsprechend weit genug weg, dass es mir egal sein kann. Na, kann mir glaube ich egal sein. Grandjean, hey, Mathieu, mal die schnellste war's. Weil er es kann, natürlich. Wow! Was ist los, Poppy? Eigentlich hätte mein Auto total zerstört worden sein müssen. Echt? Ich bin froh, dass ja, ich habe am Casino oben die Leitplanke berührt. Läuft bei dir. Und das nicht zu knapp. Hamilton fährt die schnellste. Ich glaube, diesmal haben wir die Arschkarte. Wir haben im Übrigen die Bots wieder normal eingestellt, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, weil letztes Mal haben wir uns da leicht vertan und ich glaube, das war diesmal ein Fehler. Weiß ich nicht, also ich habe die schnellste auf jeden Fall. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da jemand rankommt jetzt, ne? Aber eigentlich bin ich fehlerfrei gefahren. Also ich glaube, dass ich mit dem Lenkrad hier tatsächlich diesmal einen leichten Vorteil habe. Meinst du? Ja, ich glaube da einfach mal dran. Meinst du, wenn man selbst dran glaubt, dann stimmt das oder? Ja, ja, genau. Jetzt habe ich die Kamera ausgesehen und gestellt. So, ich muss jetzt erstmal ganz kurz mein Auto operieren lassen und habe die Hoffnung, wenn ich jetzt rausfahre, dass dann keiner da ist. Das funktioniert ja wirklich mit der Sprachsteuerung. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist so ein Ding, das muss ich auch nochmal machen. Oh, ich bin 1.30.0 gefahren. Yes. Ach, schön. Was bist du gefahren? 1.30.0. Wie oft hast du dich gedreht? Zweimal? Gar nicht. Ich bin in der ersten Kurve in die Auslaufzone gefahren, ja, direkt. Achso, ich wollte gerade fragen, du fährst aber Monaco, ja? Wäre das Belgien, wäre ich in eine super Zeit gefahren, dann wäre das sehr interessant geworden. So, einmal schön reinschieben lassen hier. Gucken wir mal, was die anderen so machen.
So, einmal raus mit neuer Nase und heil im Auto. Und dann mal schauen. Ja, nachdem ich erst die Knöpfe verstellt habe und dann rausgefunden habe, dass sie doch da sind. Nur anders. Habe ich dann auch zwischenzeitlich mal die Wand so ein bisschen touchiert. Touchiert. T-H-O. Was umstellen? Miau. Bildschirm anzeigen. Kann man hier irgendwo einstellen, dass man nicht sieht, ey, das ist so viel, viel, viel geiler, wenn du das alles selbst kontrollieren kannst, ey. Ja. Beim Rausfahren. Ohne Witz. Jetzt habe ich, glaube ich, Push-to-Talk einfach mal angemacht. Na, Magnussen, bist du auf der Hotlap? Jetzt machen wir mal was Verrücktes und nehmen noch ein paar alte, andere Reifen. Nicht alte. Fahrer vor mir. Und fahren noch mal raus. Alte Reifen hast du ja gar keine, außer die, mit denen du gerade gefahren bist. Ja. Das sagt mir was ganz anderes, als ich eingefordert habe. Okay. Sprachsteuerung habe ich jetzt im Übrigen auch entdeckt. Ich habe die ganze Zeit auf meinem Lenkrad den linken Knopf, ich habe zwei Knöpfe am Lenkrad. Der rechte ist eben für das DRS und den linken habe ich tatsächlich mal für die Sprachsteuerung angelegt. Nimm deine Sprachkarte vorne und gib Gas. Ja, ist ja gut, ich fahre ja schon. Könnt ruhig langsam fahren, also habe ich nichts gegen. Ja, das war der Plan eigentlich, zum Eingewöhnen. Oh, ich werde hier bejubelt. Ich glaube, das galt eher Dose. Ey, jetzt werde ich ja auch noch angezickt von meinem Mechaniker. Wenn du keine schnelle Runde fährst, lass das Auto hinter dir vorbei. Der ist viel schneller. Lol. Vielleicht gibt es 5 Plätze Strafe. Blockieren. Vermutlich. Der Strecke müssen wir uns so hart konzentrieren heute, ne? Ja. Um hier nicht rauszufliegen. Naja, ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, so ein Ding für eine Flachwitz-Challenge. Nee. Ohne Witz. Das ist ein Ding für stilles Let's Play. Also, falls heute reden mal die Zuschauer. Hört, Freunde, wundert euch nicht. Also, während dem Qualifying sollte es noch gehen, aber. Poppy, was macht denn der da? Eine Zeit fahren. Habe ich es geschafft? Ja. Gerade soeben, was? Ich weiß nicht, was meine schnellste war. 1:17.597. Aber du hast rote Reifen gefahren, ne? Nee, schon wieder. Ich fahre jetzt. Ich bin mit meiner 1:20.3 sehr langsam vor. Ja, die ist auch sehr lang. Wow! Ah, Wand getroffen. Hurra! Wenigstens eine gelbe Flagge jetzt, wo du stehst. Safety Car. Genau. Das wäre mal eine Idee. Quali-Abbruch. Yay! Da bin ich schon froh, dass es das nicht gibt. Und wen könnten die jetzt auch abbrechen, wenn die so werden? Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Hamilton kommt hier rausgeeiert. Ja, man müsste jetzt nur noch die Befehle auswendig lernen. Hui. Update-Session. Update-Session, genau. Sagte ich. Wir reden jetzt nur noch mit dem Computer. Jetzt, wo wir es alle können. Und ohne Witz, das war nicht abgesprochen, Freunde. Das war nicht abgesprochen, dass wir jetzt diese Folge die Sprachsteuerung alle nutzen. Ganz fleißig. Ja.
So, los, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Was bist denn du für eine Zeit gefahren, Poppy? 1,17? Irgendwas. Glatt oder was? Warte, 1,17,4. Ups. Was hast du denn gemacht? Warum hast du die Session aufgegeben? Ups. Was hast du gemacht? Was geht hier los? Also, ich sag mal so, 2,5 kann man nicht fahren. Was hast du gemacht? Wo bist du rausgeflogen, bitte? Zwei nach der Hafen. Weiß jetzt nicht, was das ist. Nach der Hafen, also nach der Hafenschikane ist die Linkskurve, die Tapperkurve, danach kommst du in die Schwimmbadschikane. Naja, die Schwimmbadschikane war das, glaube ich. Die Frage ist, zählt jetzt mein zweiter Platz noch? Ja, ja, das ist kein Problem. Also du wirst noch geführt als Zweiter, ja? Zeit gilt da, das ist nicht das Problem. Puh, Glück. Hast du geschrottet oder was? Ja, ja, komplett. Ja, dann steht ja die Zeit, das ist ja egal. Das Problem ist, ich war gerade auf einer richtig schnellen, die wurde Scheiße. Schon viele. Aber, ja. Gelbe Flagge vor dir, was ist hier los? Hast du jetzt fahr noch mal eine Runde. Hast du jetzt genug Zeit, uns zuzusehen? Mal wieder. Muss jetzt Poppy echt warten, bis Dose raus rein ist? Nee, ich bin hier gerade noch in der. Okay. Oh doch, der baut hier gerade erst ab, tatsächlich. Ich bin nämlich gerade noch in den Audioeinstellungen, weil ich finde das heute extrem laut. Ha. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, woran das liegt. Aber es hat einen unheimlichen Vorteil, wenn du selber das kontrollieren kannst, wie du hier Gas gibst. Beim Boxen, bei der Boxenausfahrt. Echt? Ja. Das wird sich nachher im Rennen noch zeigen, aber sonst. Okay. Was habt ihr da für Probleme? Ich hab hier rechts die Wand geknutscht. Ja. Weil ich gerade aus Radar geguckt habe. Das ist den Pfosten. Und jetzt lässt du Paris vorbei. Ja. Und wenn du das mal nicht bereust. Auch wenn du genug Abstand hält, passt das. Den Streckenstatus hier mal schön, wenn der da steht räumen. Was steht da denn bei den Englischen? Das kann das nicht die große Preisfrage. Kommt schon der nächste, um dich zu überholen, Poppy. Ist Alonso oder ist das Button? Button. Oh, der kürzt die Schikane von der anders. Das ist ja die Outlap. Die Inlap. Nein, ist ja keine Zeit. Die Inlap-Wieder hast du dich erst jetzt wieder an die Box. Ja, Outlap, ja. Oh, da waren meine zwei Reifen. Den Rest gelb? Haben sie weggeschafft. Gelb? Nein, in der letzten Kurve ist gelb, aber da ist nichts. Die Kaffeetrinker höchstens. Na, die haben ein bisschen Zucker auf die Dings gebracht. Auf die Strecke. Oh, der ist langsam vor dir, glaube ich. Ja, definitiv das mal. Das ist ein Haas? Ich sehe das gar nicht. Gutierrez war das. Ich weiß jetzt nicht, für wen Gutierrez fährt, ehrlich gesagt. Ja, Haas. Alles gut. 20.370. Nur nicht in Rückwärtsgang schalten, Alter. Schaltest du manuell? Ja. Echt? Ja, sicher dann. Wenn man Lenkrad hat, kann man das ehrlich machen, manuell schon, dann geht das. Wenn man damit umgehen kann, ist das kein Problem. Es sei denn, man heißt Dena. Wenn du jetzt Kontrolle fährst. So lang wieder meine zwei Reifen. Ob die da beim Rennen immer noch liegen? Schon wieder gelb. Warum? Was ist hier los? Das ist die ganze Zeit gelb. Alles immer gut. Immer noch wahrscheinlich, ja. Wofür versuchst du überhaupt noch schneller zu fahren? Aus Spaß an der Freude. Die Reifen kaputt fahren. 1,16,4,1, ne? Ich sehe die Zeit gar nicht, wie er fährt. Ich sehe nur, dass er fährt. Runde 3 gerade fährt er.
1,60. Ich denke mal, also es gibt so zwei, drei Stellen, die ich noch sauberer fahren kann. Ja, so ich glaube, eine 15, 1,15 wäre drin. Was war Streckenrekord? 1,13, 5,56. Oh, der ist wirklich. Also ist 1,12 drin, würde ich sagen. Ist eigentlich schon mal jemand per F1 Streckenrekord gefahren? Das würde mich mal interessieren. Ich bin mal bei F1 2010, glaube ich, irgendwo Streckenrekord gefahren. Echt? Wir sind das gemacht. Alle Hilfen an und go, oder was? Ich weiß gar nicht mehr, welche Strecke das war. Das. Da kam die Wand ein bisschen nah. Okay. Ja, die kam einfach so, aber das hat mich nicht gejuckt. Da fährt dann noch eine. Ja, ich will noch mal gucken. Da kam Verstappen, oder wenn es war schon voll. Bin mal gespannt, in der wievielten Kurve ist Kraft heute bei uns. Erste. Was macht Dose da? Bremen, siehst du doch. Hab ich hier reingekommen. Muss da schon abbiegen normalerweise, ne? Ah, ziemlich weit rausgekommen, Papa. Ja, ich bin zu weit über die. Ah, alles klar. Über die Linie, über die Insel drin gefahren. Mhm. Schade auch. Gucken wir mal, was Dose da so fabriziert. Oh, was ist denn hier los? Großschaden ganz langsam im Tunnel? War auch gelb. Was ist, oder? Was mit dem los? Der ist hier ganz langsam, der Großschaden. Fritt wahrscheinlich, der. Aber sieht jetzt nicht so aus, was Fritt, der. Nö, jetzt sieht's wieder normal aus, ne? Aber hast du auch gesehen, oder? Nee, ich hab gerade bei Dose geguckt. Achso. Gut, der Windschirm fährt ja beide vorne rein darum, also ich komme jetzt hier schon mit. Ich fahr was rein. Was ist mit dir, Dose? Ne, was? Bist du einfach vom Gas gegangen auf einmal? Ich geh grad einfach, ich geh einfach nur vom Gas, weil ich nicht weiß, wie lange der Grosjean da vorne noch rumhampelt. Den Abstand lassen. Okay. Hab ja die Zeit noch. Passt ja. Wie viel Zeit ist überhaupt noch? 20 Sekunden oder so? 10, 15? Ja, ja, Spiel leck. Nein, was war das? Das Spiel hat komplett geleckt, ich konnte nichts machen. Echt? Scheiße. Ja, das war's dann. Wir müssen von ganz hinten starten. Nein. Oh, echt, 22. Ja. Uiuiui, aber du kannst reifenfrei werden, ne? Gut, ich hätte jetzt, wenn ich jemand hätte durchfahren können, hätte ich eh mit dem Harten starten können. Das ist gar nicht das Problem. Na, gerade hast du ja nicht die härteste Mischung. Na gut, das sind die Soft sogar eigentlich, die mittelharten in dem Fall. Was machst du jetzt? Das Spiel leckt schon wieder so ein bisschen. Das ist ganz komisch. Auf Monaco leckt's, ey. Das ist echt krass. Das ist böse vor allem. Wenn das in der ersten Kurve passiert, weia. Wo muss man nicht hoffen, dass das passiert? Weil die alle langsamer starten als du. Hallo. Ich bin ein schlechter Starter, also. Ja, aber ganz hinten starten die noch schlechter. Was machst du da? Ich habe kein Frontfliegen mehr, also Kurvenfahren ist eigentlich irgendwie. Deswegen denkst du, fährst du direkt mal geradeaus. Ach ja. Rundzeit kann ich mir eh abspinken, deswegen. Dann soll dein Auto noch schrotten. Was macht der denn? Der denn da? Hat er in die Box oder überziehe? Fährt nochmal in die Box. Jetzt wird er bestimmt noch komplett reingeschleppt, oder? Bevor es zu Ende ist. Muss es in die Länge ziehen, auf über 20 Minuten. Habe ich mir sagen lassen. Steht in meinem Vertrag. Da wird er noch schon reingeschoben. In aller Seelenruhe machen wir das da. Und dann gucken wir nochmal auf die Qualifying-Zeiten, sobald wir sie kriegen. Ich kann auch nur noch Dosen, die Dose zu gucken, wie er in der Box steht. Also ich sehe es nicht mehr. Nö, ich kann auch nichts mehr zu gucken. Ah, jetzt geht's. Jetzt war zumindest gut zu wünschen, ja, wollte ich gerade sagen.
glaube, die müssen alle zu Ende fahren, die anderen. Warum? Keine Ahnung. Ich kann nur noch Hamilton zugucken. Ich kann gar keinen mehr zugucken. Doch, ich kann auch Verstappen, Alonso, sind auch da unterwegs. Jetzt kann man gucken, weil er in die Box gefahren ist, weißt du? Ich kann auch nicht mehr ins Menü, ich würde ja gerne in mein Menü rein, aber auch das geht nicht. Rage Quit. Bah! Zeit zählt nicht, ich bin erster. Nice! Läuft! Was, Zeit zählt nicht? Juhu, ich bin 21. Juhu, du wirst in der ersten Kurve vom Poppy abgeschossen. Kannst du jetzt mal vorbei sein? Wo sind die gerade unterwegs? Weiß nicht, Verstappen fährt gerade durch die Haarnadel. So kurz erstmal. Ah, endlich. Oh! Gucken wir mal die Zeiten. 1-1 hat er auch nie. Warte mal, Pascal Wehrlein als 12. kriegt eine 10-Positionen-Strafe. Juhu, endlich nicht mehr letzter. Ja, der startet dann wohl hinter mir. 10. Dann starte ich nicht als letzter, immerhin. Immerhin nicht letzter für Dose. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut doch bei den anderen beiden vorbei. Und ja, dann sehen wir uns am Mittwoch zum Rennen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. Zum Sturmrennen. Ciao.